Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich hoffe, Sie haben schon einen sehr, sehr spannenden Vormittag und jetzt auch den ersten Roundtable entweder hier am Fisch oder am Schiff oder drinnen im Panel gehört. Die Panel-Discussion geht heute jetzt um TV-Agrotech. Das ist ein Forschungsprogramm, wobei D für Daten, Datenauswertung steht für die Landwirtschaft. Das heißt, Daten sammeln, strukturieren, intelligent auswerten mit KI, um dann bessere Prognosen abgeben zu können, um auch dann datenbasierte Entscheidungen besser in Zukunft in der Landwirtschaft treffen zu können. Um die landwirtschaftliche Praxis ressourcenschonender gestalten zu können, um sie effizienter gestalten können und natürlich auch die Erträge damit nicht vergessen zu können. Lassen Sie mich bitte kurz für die Begrüßungsworte Herrn Dr. Androsch und danach die Frau Landeshauptfrau Mikl-Leitner hierher bitten, um die Begrüßungsworte zu sprechen, da beide wirklich wichtig für die Umsetzung des Projektes sind, inhaltlich und finanziell. Bitte, Herr Dr. Androsch. Alleine bringt ihr sowas nicht zusammen. Wieso ist es? Es bedarf der Paarung. Weichen geht nur zum Pult. Ja, ist es so. So. Was soll okay, jetzt? Kann man es ein bisschen interpretieren, oder? Das ist eingeschaltet. Ja, schon, aber was ich sagen soll. Die Begrüßungsworte, dass Sie ja mit für das Projekt Austrian Institute of Technology einer der Ideengeber sind. Ja, das war jetzt rhetorisch, ich weiß schon, was ich sagen will. Also, das Land der Babenberger, heute Niederösterreich und Wien, ist das Gravitationszentrum der Forschung in Österreich. Aus vielen Gründen, unter anderem auch deswegen, weil das Austrian Institute of Technology dort an mehreren Lokationen tätig ist. Mit Sitz in Wien, Floridsdorf, als Floridsdorfer muss ich das anführen, und drei Standorten in Niederösterreich. Alle wissen Seibersdorf, also AIT ist Vulgo Seibersdorf. Zum Zweiten in Wiener Neustadt und vor allem und zunehmend in Tulln. Und da hatten wir die Idee für eine Erweiterung. Und in kurzer Zeit, nach der Kontaktnahme mit der Frau Landeshauptfrau, nämlich von Anruf zu Anruf und Besuch zu Besuch und Umsetzungsbeginn 2 Jahre. Das ist in Österreich das blaue Band, das ist jetzt nicht politisch gemeint. Und das ist erfreulich. Und wir wollen damit die Macht der Innovation verstärken und Wissenschaft für den Menschen betreiben. In dem Fall, wie schon angeführt, im agrarökonomischen Bereich durch Nutzung der Digitalisierung. Das heißt, das Projekt besteht darin, dass wir umweltfreundlich eine Effizienzsteigerung der Landwirtschaft herbeiführen durch Nutzung der Mikrobionforschung und auf der Basis von Big Data und ihrer Nutzung durch Algorithmen oder wie landläufig genannt wird, Artificial Intelligence, die weder künstlich noch intelligent ist, aber sie wirkt, und schnellen Computern, um Landwirtschaft, so wie in der Industrie 5.0, Landwirtschaft 4.0 zu bewerkstelligen. Und dass das so rasch möglich wurde umzusetzen, ist der Frau Landeshauptfrau und ihrem Team zu danken. Und damit möchte ich mich auch dafür herzlich bedanken.
Mein lieber, treuer und teurer Freund Hannes Androsch, alles hat seinen Preis, Aufsichtsratsvorsitzender von AID, der größten außeruniversitären Wissenschaftseinrichtung bei uns in Österreich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen Nachmittag. Die Initiativen Falling Wall und Sprint könnten nicht besser zu unserer Region, könnten nicht besser zu Niederösterreich passen. Warum? Das ist leicht erklärt. Niederösterreich, eine Region, die jahrzehntelang gelegen ist am Eisernen Vorhang und dadurch sehr viel an Benachteiligungen hinnehmen musste. Und seit dem Fall des Eisernen Vorhanges ist es gelungen, dass Niederösterreich all die damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten genutzt hat. Und es ist wahrlich gelungen, Niederösterreich von einem reinen Agrarland hin zu entwickeln, zu einem Agrarland, Wirtschaftsland, Kulturland und Wissenschaftsland. Man muss wissen, dass es vor 30 Jahren keine einzige wissenschaftliche Einrichtung, keine einzige Universität, Fachhochschule oder sonstige Institution bei uns in der Region in Niederösterreich gegeben hat. Und Gott sei Dank haben wir es geschafft, dass wir mittlerweile eine starke Wissenschaftsachse bei uns in Niederösterreich haben. Diese reicht von Wiener Neustadt über Krems, Thuln, St. Pölten und Wieselburg in enger Allianz immer wieder natürlich mit unserer Bundeshauptstadt Wien. Und auf das sind wir stolz und es ist auch gut, dass wir in Wissenschaft investiert haben, weil wir wissen, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit nur mit neuen Antworten, sprich mit neuen Wissen auch bewerkstelligen können. Und ich finde es einfach toll, dass vor allem auch zwei Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin und einen Wissenschaftler, der es hierher geschafft hat bei der Falling Wall, die sich gestern präsentieren konnten, innerhalb von 3 Minuten sensationelle Projekte, wo ich mich heute noch verneige und herzlich gratuliere. Der Klimawandel macht uns natürlich zu schaffen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Landwirtschaft. Und Hannes Androsch hat es angesprochen, gerade mit unserem Projekt Digi4 Agrotech wollen wir hier eben Daten nutzen, sie dann auch analysieren und diese Analysen auch verwenden, um Entscheidungen treffen zu können. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und das Gleiche gilt natürlich auch generell für den wirtschaftlichen Bereich. Wissensgenerierung, neues Wissen ist das eine. Entscheidend ist, dass wir auch eine Wertschöpfung daraus machen, sprich den Transfer von der Wissenschaft hin zur Wirtschaft oder Landwirtschaft auch schaffen. Und deswegen sage ich auch danke für die wirklich gute Kooperation zwischen den Einrichtungen in Niederösterreich mit Sprint. Gestern war ja die wahre Geburt nach 2 Jahren der Gründung von Sprint, war die erste offizielle größere Veranstaltung, wo ich ein ganz großes und herzliches Danke sagen darf und ich glaube, wir sind hier gemeinsam auf einem richtigen Weg und ich freue mich jetzt schon auf die einzelnen Gespräche, auf den Roundtable, wo wir hier auch erklären können, wie wir das auch schaffen wollen mit Sprint gemeinsam, beziehungsweise auch mit der Initiative von Niederösterreich, wo wir eine eigene Initiative auf den Weg gebracht haben, nämlich Science to Business, was mein Regierungskollege dann Jochen Danninger auch erklären wird. In dem Sinne, ich bin stolz auf all diese wissenschaftlichen Einrichtungen, auf unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wünsche uns einfach am Weg in die Zukunft alles Gute. Bin fest davon überzeugt, mit neuem Wissen werden wir das auch gemeinsam gut meistern. Alles Gute. Und ein spezielles Danke an AID, dir lieber Hannes Androsch, es ist immer wieder eine Freude, mit dir arbeiten zu dürfen und ich glaube, er ist für uns alle ein unglaublich großes Vorbild, mit über 80 Jahren an Innovation so interessiert zu sein, wie wenn man 20 wäre, lieber Hannes, dieser Applaus gehört dir. Vielen Dank für die Begrüßungsworte. Darf ich ganz kurz den ersten Roundtable ohne Table begrüßen? Zu meiner rechten Seite der Herr Landesrat Jochen Danninger, zuständig für Wirtschaft, Tourismus und Technologie. An seiner Seite der Herr Vizerektor Otto Dobelhoff-Thier von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Daneben die Mutter des DIFO Agrotech, wenn ich das so sagen darf, die Frau Angela Sessic vom Austrian Institute of Technology.
Vielleicht müssten wir Mutter und Vater jetzt gendern. Und daneben unsere Datenexpertin Katinka Wolter. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wenn ich gleich mit Ihnen anfangen darf, Herr Landesrat, wir haben jetzt schon gehört, wir hatten zwei junge Forscher, die gestern gepitcht haben mit Ideen, die ja Landwirtschaft relevant sind. Wie schaut es in Zukunft aus, wenn man ein bisschen in die Zukunft denkt und die vor Agrotech die ersten Resultate hat und dann junge Forscher gründen wollen? Was macht da das Land Niederösterreich? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Man muss sich vorstellen, dass an unseren Hochschulen, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen fast täglich neue, großartige Ideen entstehen. Und wir wollen einfach versuchen, dass wir diese Ideen auch in Wertschöpfung verwandeln, in verkaufbare Produkte, in Dienstleistungen. Und natürlich soll das Ganze dann letztendlich auch in Firmengründungen münden. Und darum haben wir uns vorgenommen, mit der neuen Spin-off-Strategie Science to Business unsere jungen Forscherinnen und Forscher bestmöglich zu unterstützen bei ihrem Weg eben auch zur Firmengründung. Und da geht es um zwei Schwerpunkte. Das eine ist der Know-how-Transfer und das andere sind die Finanzierungsfragen. Das sind die zwei drängendsten Probleme, die sich da immer stellen. Und wir haben da ein großartiges Maßnahmenpaket geschnürt. Es gibt auch eine eigene Broschüre dazu. Wir haben zwei Gesellschaften mit der Umsetzung betraut, nämlich TechNet und Akzent. Und wir haben uns beispielsweise vorgenommen, dass wir das Potenzial, das an unseren Fachhochschulen ist, besonders dadurch nutzen wollen, indem wir dort in einem sehr frühen Stadium schon eigene Programme anbieten, wo man eben, wie entwickelt man eine Geschäftsidee, wie erstellt man einen Businessplan, aber dort werden dann auch schon Finanzierungsfragen angesprochen und es findet sogar schon eine Vernetzung mit Investoren statt. Nur ein Beispiel. Wir wollen Hackathons veranstalten zu den drängenden Problemen im Klimaschutz und zum Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen aber auch unser internationales Netzwerk der Exzellenz, das wir bereits haben, noch weiter ausbauen. Wir arbeiten jetzt schon sehr eng zusammen mit CERN, mit der Europäischen Weltraumagentur ESA oder mit der Universität Berkeley. Und wir haben jetzt schon sehr gute Gespräche geführt, beispielsweise mit der Helmholtz-Gesellschaft, aber auch mit der neuen Agentur für Sprunginnovationen. Und wir hoffen, dass wir eben mit diesen beiden Gesellschaften unser Netzwerk bald auch erweitern können. Wir haben aber auch uns was überlegt für die drängende Frage, wie können wir die Finanzierungsstruktur noch verbessern? Wir haben ja mit TechNet Equity bereits einen eigenen Venture Capital Fonds in Niederösterreich, aber wir haben jetzt seit kurzem auch einen internationalen Venture Capital Fonds, IST Cube, wo wir viel Geld eingeworfen haben als Land Niederösterreich, wo uns auch die Europäische Union unterstützt, wo aber erfreulicherweise auch viele Private das Potenzial erkennen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Unterstützung für die neuen Spin-offs ist und auch ein Standortvorteil für Niederösterreich sein wird. Warum machen wir das Ganze? Weil wir fest davon überzeugt sind, dass eben diese Unternehmen die Leitbetriebe von morgen sind. Wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen bis 2030 250 derartiger Spin-offs unterstützen und wir rechnen damit, dass wir bis zu 1000 neue hochkarätige Arbeitsplätze schaffen. Also ich glaube, es ist wirklich eine tolle Initiative und wir hoffen, dass wir Erfolg damit haben. Danke sehr. Jetzt wenden wir uns von der Zukunft zum aktuellen Datum. Frau Angela Sessic, können Sie ganz kurz erklären, worum es in die vor Agrotech geht? Bitte. Angela Sessic ist die Leiterin der Unit of Bioresources am AIT Austria. Ja, danke. Ja, wie wir schon gehört haben, ist die vor Agrotech eine vom Land Niederösterreich geförderte Initiative, wo es um die weitere Förderung und Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Landwirtschaft geht. Es gibt ja schon viele bestehende Systeme, die auch am Markt vorhanden sind. Wir wollen aber die biologische Komponente einbringen und so quasi bestehende Systeme weiterentwickeln. Biologische Komponente, worum geht es da zum Beispiel? Wie können wir eine komplexe Stressphysiologie der Pflanze, komplexe physiologische Vorgänge in der Pflanze integrieren? Wie können wir komplexe Mikrobiome, also die wichtigen Funktionen von Mikroorganismen in Boden und Pflanzen integrieren? Wie können wir neue Sensoren entwickeln, um bestimmte Metabolite, um bestimmte Organismen zu detektieren?
Und das soll natürlich dazu dienen, dass wir letztendlich weniger chemische Pestizide einsetzen müssen, dass auch Düngerapplikationen wesentlich zielgerechter sind, dass die Landwirtschaft klimafit gemacht werden kann, dass man auch natürlich verbesserte Sensorsysteme entwickelt, um zum Beispiel die Lagerfähigkeit von Pflanzen zu verbessern, etc. etc. Vielen Dank. Frau Katinka-Wolter, wenn Sie das jetzt hören, Wirkmechanismen, Sensorik, Daten und Datenauswertung, Sie kommen ja von der Freien Universität Berlin und leiten dort das Bendable System Group. Welches Potenzial sehen Sie da in der Landwirtschaft für Daten und genau in den komplexen Dingen, die die Frau Angela Sesic jetzt beschrieben hat, mit Wirkmechanismus zwischen den Pflanzen, dem Boden und so weiter? Vielen Dank. Es funktioniert. Ja, es ist an. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr viele Herausforderungen drin stecken und dass Sie gerade in der Landwirtschaft sehr komplexe Daten vorfinden. Und es gibt eine Reihe von Sensoren, gibt es ja in Sensorknoten, in Mobilgeräten, in kleinen Rechnern, die man ausbringen kann. Und das sind aber üblicherweise solche Sachen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Geschwindigkeit und so weiter. Und in der Landwirtschaft haben sie es natürlich mit viel komplexeren Daten zu tun, so wie Bodenbeschaffenheit, bestimmte Stoffe im Boden, bestimmte Pflanzenanteile, bestimmte Tiere und so weiter. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es herausfordernd ist, sich geschickte Geräte, Methoden zu überlegen, wie man das erheben kann, messen kann und dann eben auch aufgrund von Datenmodellen da zu Handlungen kommen kann. Wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten, wenn man so an solche Systeme denkt? Ich glaube, da gibt es in dieser ganzen Kette, die es zu bearbeiten gilt, gibt es, glaube ich, an allen Stellen Herausforderungen. Also das Erste ist, wie messe ich überhaupt Dinge, die mich interessieren in der Landwirtschaft? Wie bringe ich Sensoren aus? Normalerweise nehme ich Erde und trage die ins Labor. Wie mache ich das, so dass das möglichst schnell geht und irgendwie draußen passiert und die Daten direkt ankommen? Dann sind die Daten sicherlich sehr unterschiedlich. Also wir sind es gewohnt, in eben Temperaturen und Stundenkilometern oder so, also sehr strukturierenden Daten zu denken. Da ist natürlich, wenn die Problempalette größer wird, sind die Informationen auf ganz unterschiedliche Art repräsentiert. Wie hole ich da die Daten raus, mit denen Modelle arbeiten können? Und dann, wie trainiere ich gut Modelle, sodass sie was Sinnvolles rauswerfen, mit dem ich dann tatsächlich eine bessere Landwirtschaft betreiben kann? Ich glaube, an allen diesen Stationen haben Sie einiges an Herausforderungen zu meistern. Wenn Sie das jetzt hören, Frau Sesic, haben Sie da Partner, mit denen Sie das, die Mikrofone sind an, ja, die ganze Zeit an, haben Sie Partner, mit denen Sie da diese ganze Datenanalytik durchführen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen natürlich sehr komplementär arbeiten und die verschiedensten Expertisen im Land nutzen und arbeiten natürlich mit verschiedensten akademischen Partnern, aber auch natürlich mit Wirtschaftspartnern. Danke sehr. Jetzt komme ich zum letzten Roundtable-Panelisten und möchte ihm das Wort geben, Herr Vizerektor Otto Doppelhoff-Dier von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Wir haben ja schon einige Projekte, landwirtschaftliche Projekte mit Ihnen in Niederösterreich durchführen können, wo wir ja auch zu bestimmten veterinärmedizinischen Schwerpunkten, Milch, Schweinewirtschaft und so weiter, hier auch auf Daten basiert Projekte abgewickelt haben und sehr erfolgreich abgewickelt haben. Wenn Sie das jetzt hören, was wir hier vorhaben in Niederösterreich, was sagen Sie dazu? Also ich bin natürlich begeistert, weil jede Initiative, die uns wieder Forschungsmittel in die Kassen spült, ist da hoch willkommen. Aber es ist viel mehr. Ich habe ja schon intensiven Kontakt auch mit unseren Partnern, auch mit Wolfgang Knoll. Ich glaube, es geht ganz wichtig darum, jetzt die Partner zusammenzubringen. Wir haben einige Institutionen in Niederösterreich, die ganz stark mit dem Thema verbandelt sind. Unsere Rektorin hatte ja schon ein Tête-à-Tête mit der Landeshauptfrau Richtung nachhaltige Landwirtschaft. Und das ist natürlich ein Riesenthema auch für die Tierhaltung.
Und die Digitalisierung in der Tierhaltung ist unaufhaltsam, absolut unaufhaltsam. Ja, also die Systeme drängen auf den Markt, genauso wie in der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft. Und es gilt es jetzt richtig einzusetzen, auch zu validieren. Also wir haben Möglichkeiten, das Tierwohl und die Nachhaltigkeit in der Tierhaltung wesentlich zu verbessern mit den digitalen Instrumentarien, die es bereits gibt oder die noch zu entwickeln sind. Aber es gilt auch, das Angebot der Industrie auch zu validieren, zu sehen, welche Angebote und welche Versprechungen auch halten und den Stakeholdern wirklich einen Vorteil bringen. Und die Stakeholder in dem Fall sind natürlich die Landwirte, es ist aber auch die verarbeitende Industrie, also die komplette Kette bis zu den Konsumenten. Und es ist natürlich auch das alles, was am Rand existiert. Also Landmaschinenhersteller, Tierhalter, ja, dann natürlich auch die Veterinärmediziner. Das alles ist im neuen Kontext zu denken, weil diese Instrumente auch eine wirkliche Verwandlung dieses Zweiges auch bewirken wird. Also man sagt ja oft Revolution und disruptive Technologien und so weiter. Ich bin kein Fan weder von dem einen noch vom anderen Begriff, weil es immer so etwas Zerstörerisches hat. Ja, auch disruptiv ist ja was Zerstörerisches. Sondern das wirkliche Potenzial dieser Technologien ist es, auf den bestehenden Systemen aufzubauen und diese zu verbessern und dort Umstürze zu erzielen, wo es notwendig ist. Also in der Tierhaltung wissen wir alle, dass wir Probleme in der Nachhaltigkeit haben, wir Probleme im Tierwohl, wir haben Massentierhaltung. Wir haben viele Bereiche, wo ein genaueres Monitoring von unseren Tieren sehr hilfreich wäre. Da würde natürlich die Digitalisierung einen enormen Schritt nach vor machen. Also ich kann Ihnen als Beispiel vielleicht für unsere Zuhörerschaft, es gibt jetzt schon Systeme am Markt, die sehr genau aufzeichnen, wie sich Tiere bewegen, auch in größeren Herden bewegen. Das kann man also bei den Wiederkäuern zum Beispiel einsetzen oder auch bei den Schweinen. Denken wir zum Beispiel an die Freilandhaltung oder an Laufställe, also an Systeme, wo das Tierwohl einen relativ hohen Rang hat. Da kann man auch in sehr großen Beständen, also mit einigen hundert Tieren, sehr, sehr genau und fast auf das Tier genau hindeuten und sagen, dieses Tier bewegt sich anders, als es sich bewegen sollte. Oder dieses Tier frisst weniger, als es fressen sollte. Dieses Tier hat unter Umständen auch eine erhöhte Körpertemperatur. Und das hilft natürlich dem Landwirt, Tierhalter beziehungsweise auch dem Veterinär dann ganz punktuell und ganz gezielt die weiteren Untersuchungen vorzunehmen. Und das gelingt nur, und jetzt komme ich auf diese beiden Inputs auch, was die Daten und die Komplexität der Daten betrifft. Das Herausfordernde und auch wirklich spannende und wissenschaftlich so spannende und wo ich auch glaube, dass Innovation und neue Unternehmen Spin-outs wirklich gefragt sind, ist, dass wir hier mit einerseits komplexeren Sensorsystemen in Zukunft zu tun haben werden, wir sehr viel Input auch aus anderen Datenquellen bekommen werden und die müssen zusammengefügt werden und aus dem Gesamtheit der Daten muss man dann wirklich versuchen, vernünftige Aussagen zu treffen, die auch den Stakeholdern wirklich einen Mehrwert bringen. Bis hin natürlich zu den ganzen Fragen, wem gehören die Daten, wer hat die Nutzen davon und so weiter. Aber das, und da wird es unglaublich viel Innovation geben. Und das ist auch dieser spannende Teil, wo, glaube ich, eben Forschungsinstitute wie das AIT und die Universitäten und auch die Fachhochschulen einen wesentlichen Input geben können. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir in diesem Feld auch ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Also, wenn ich das zusammenfassen darf, es wird sehr komplex, sehr herausfordernd, mit viel Innovation und viel Potenzial. Vielleicht eine letzte Frage an die Frau Sesic, wenn Sie jetzt diese ganze Komplexität und mitnehmen. Was glauben Sie in 5 Jahren, was wäre für Sie ein erfolgreiches Projekt, wenn das oder das herauskommen würde? Ja, ich glaube, da gibt es jetzt viele Punkte, die man einbringen könnte. Aber wenn wir zu besseren und präziseren Vorhersagemodellen kommen würden, die eben auch die Biologie mit berücksichtigen. Also biologische Systeme sind so komplex. Wir haben Vorhersagemodelle bis jetzt hauptsächlich auf Wetterdaten, Temperaturdaten, also rein sehr einfachen Parametern. Wenn wir da einen Schritt weiterkommen würden, glaube ich, wäre das schon ein sehr schöner Erfolg, ja, wenn wir wirklich die Biologie mehr berücksichtigen können. Vielen Dank. Ja.
Ich hätte an diese Runde der Expertinnen und Experten eine Frage. Wir alle spüren es ja, dass gerade aufgrund von Corona das Thema Nachhaltigkeit, regionale Lebensmittel Gott sei Dank an Bedeutung gewonnen hat und auch das Bewusstsein dadurch gestiegen ist. Und natürlich im tagtäglichen Kontakt mit der Landwirtschaft bekommt man immer die Problematik, ja, wie geht es weiter mit den Wetterkapriolen, mit eben zu wenig Regen, zu wenig Wasser. Was soll ich pflanzen? Angefangen von den Forstwirten, ich sage jetzt dann nur Borkenkäfer, wo über die nächsten Jahre und Jahrzehnte kein Ertrag ist. Die wollen wissen, was kann ich pflanzen. Und natürlich auch im Weinviertel, wo ich kaum, wo ich eine große Trockenheit habe, stellt sich natürlich auch die Frage, ja, was pflanzen wir in Zukunft, um eben auch eine gewisse Wertschöpfung zu erzielen. Und da ist meine Frage, bis wann werden wir da ganz konkrete Antworten bekommen können, weil natürlich mit dem ganzen Thema Photovoltaik da natürlich auch ganz viele Investoren eben auf Akquise gehen und hier die Gefahr ist, wenn man dann seitens der Politik eine Regel einschiebt, wir haben ihn, ja, aber dass da guter Boden eben, sage ich jetzt mal, nicht mehr genutzt werden kann. Und ich glaube, es ist gerade wichtig, dass wir weiter schauen, dass regionale Lebensmittelproduktion auch stattfinden kann, um lange Transportwege auch ersparen zu können. Das heißt, wann werden wir da ganz klare Antworten geben können? Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, dass man natürlich schauen kann, okay, welche Pflanzensorten, welche Genotypen sind besser geeignet für die neuen Verhältnisse. Es werden natürlich auch neue Methoden entwickelt werden, um letztendlich die Stressresponse oder die Stressantwort zu reduzieren von Pflanzen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass die Böden, so quasi die Bödenfunktionen fit bleiben. Ja? Also es geht der Trend, dass es einfach einen Verlust an Bodendiversität, an Bodenfunktion geht. Und den gilt es natürlich auch zu vermindern, weil gerade Bodenmikroorganismen ganz essentiell sind, um solche Stresssituationen abzupuffern. Aber bis es wann es konkrete Lösungen gibt, kann ich leider nicht beantworten. Es hängt natürlich auch davon ab, wie sich das Wetter auch weiterentwickelt, ja. Ob das noch schlimmer wird oder. Ich kann vielleicht was im Tierbereich dazu sagen. Es ist natürlich, die Tierzüchter haben ja diese Trends natürlich auch erkannt. Die müssen ja auch ihre Tiere dann sozusagen auch in den Markt bringen. Die Tierzüchter gehen jetzt immer mehr in Richtung Resilienz, also Tierrassen und Zucht, die ermöglicht, dass die Tiere mit schwierigeren Bedingungen zurechtkommen, vielleicht auf Kosten der Höchstleistung, also mit den Leistungen ein bisschen runterzufahren, gerade zum Beispiel, wenn man an Milchleistung denkt, eben nicht mehr Tageshöchstleistungen zu fordern von den Tieren, sondern wieder in einen Bereich zu kommen, wo das in eine vernünftige, physiologisch mögliche, einen möglichen Ertrag kommt, um auch im Tierwohl automatisch dadurch auch das Tierwohl zu erhöhen, weil die Tiere dann weniger sozusagen an die Leistungsgrenzen gebracht werden. Diese Tendenzen gibt es ganz stark und die werden natürlich dann von den digitalen Technologien dann doch auch unterstützt, weil die diese Technologien uns helfen, zum Beispiel die Futteraufnahme, Wasseraufnahme, eben auch frühe Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen und bewirken dadurch schon eine wesentliche Verbesserung in der Nachhaltigkeit. Was wir mitdenken müssen, das ist, glaube ich, das spannende Thema auch in der Diskussion auch mit den Stakeholdern und mit der Politik, was wir mitdenken müssen, wie bringen wir es zustande, dass diese Technologien leistbar sind, dass sie so einfach sind, dass sie auch einsetzbar und zuverlässig einsetzbar sind und dass die Leute das Gefühl haben, letztendlich, es kommt für mich was raus. Sonst verlieren wir die Leute am Weg und unter Umständen können wir gar nicht das Potenzial dieser Technologien heben. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, das sozusagen mit den Forschungsarbeiten auch man mit begleiten muss. Und deswegen glaube ich, ist es das ein super Beispiel für Open Science, das ist ja das Schlagwort, nämlich dass man Science mit den Stakeholdern entwickelt. Nicht nur mit ihnen zusammen die Ergebnisse erzielt, sondern was viel spannender ist, mit ihnen die Fragen zu erarbeiten. Also
was braucht ihr, welche Fragestellung braucht ihr beantwortet? Und früher ist man, hat man als Wissenschaftler gesagt, naja, ich bin in meinem Elfenbeinturm, das ist ja viel zu niedrig für mich. Ne? Jetzt stellt sich heraus, dass genau diese Fragen, unglaublich spannende Fragen, erst generieren und dass die Wissenschaftler, die sich diese Instrumente zunutze machen, einen völlig anderen Approach haben und dadurch ganz, ganz innovative Forschungen auch machen können, weil sie sich auf einmal mit relevanten Fragestellungen, aber auch mit Umsetzungen auseinandersetzen und diese ganze Kette im Kopf haben. Vielen herzlichen Dank. Ich muss leider auf die Zeit schauen. Ich bedanke mich bei allen Vieren. Vielen herzlichen Dank. Und bitte die nächsten drei Panelisten bitte nach vorne. Die Frau Barbara Thiel von der Sprint-Agentur. Bitte, und zwei Start-ups aus Niederösterreich, den Herrn Patrick Aspermeier und den Sebastian Vogler, bitte. Wir kommen jetzt wieder zurück zu dem Thema Gründungen. Frau Thiel, Sie arbeiten ja schon lange im Innovation- und Gründungsbereich. Wenn Sie sich das anhören und auch gestern die zwei Pitches von niederösterreichischen jungen Forschern gehört haben, was wären Ihre drei, vier Tipps, die Sie jungen Forschern mitgeben können, vor allem auch denen, die jetzt dann im DIFA-Agrotech arbeiten werden, was man von vornherein berücksichtigen sollte? Leidenschaft, Passion und tatsächlich sich immer vor Augen zu führen, welches Problem löse ich und wie kann meine Forschung, wie kann mein Wissen diese Probleme lösen. Also sich niemals einfach nur damit zufrieden zu geben, zu sagen, oh ja, da wird schon ein nettes Paper bei rauskommen und das werde ich dann irgendwo publizieren und das werde ich dann auf irgendeiner Konferenz meiner Fachcommunity, die einfach im Zuge dieser forscherischen Spezialisierung ja dann auch immer kleiner und kleiner wird, sondern sich eigentlich nie damit zufrieden zu geben, zu sagen, meine Forschung kann mehr und meine Arbeit kann mehr und ich kann damit tatsächlich das Leben und das Leben auf unserem Planeten tatsächlich verbessern und dazu beitragen, dass die Lebensbedingungen für uns alle, also für Mensch und Tier, sich tatsächlich verbessern. Also Leidenschaft, Passion, Ambition. Sie sind ja in der Sprint-Agentur zuständig für die Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und wie wir jetzt auch gehört haben im ersten Roundtable, das ist ja einer der wichtigsten Aspekte dabei. Haben Sie da auch Tipps, auf was man aufpassen sollte? Also erstmal freue ich mich natürlich sehr, dass ich hier in diese österreichische Runde quasi adoptiert worden bin und ich habe dann mal nachgerechnet und habe gesagt, ja, tatsächlich gibt es eine sehr, sehr starke Verbindung zum Land Niederösterreich, denn mein sehr verehrter Herr Papa wurde in Retz geboren. Und insofern gibt es da eine Verbindung, über die ich mich sehr freue. Ich war selber noch nie da, aber ich hoffe, dass ich das bald dann, dass ich da bald mal vorbeischauen kann. Ah, vielen Dank. Wie war die Frage nochmal? Entschuldigung. Kooperation Wissenschaft, Wirtschaft. Ja. Welche Tipps kann man hier, können Sie uns da mitgeben auf dem Weg, wo man sagt, okay, in Hinsicht auf Gründungen, wie kann man das unterstützen schon von Anfang an? Also bei der Bundesagentur ist es ja so, dass wir nach den Durchbrüchen suchen. Ja? Und das ist, ich sage dann immer, naja, also wenn da jemand schon das Patentrezept entwickelt hätte, wie man diese Trüffel tatsächlich alle aufspürt, ich glaube, dann wären wir alle nicht hier, sondern dann würden wir wahrscheinlich die drei Groschen, die wir haben auf der Bank irgendwo an der Wall Street oder an der Frankfurter Börse in irgendwelche wahnsinnig spannenden und innovativen Firmen. Aber trotzdem, es macht unglaublich Spaß in diese Ideen, die bei uns eingereicht werden. Und ich habe hier auch ein paar Kollegen mitgebracht, die in unserem Analyseteam drin sind. Gebt uns allen mal eine kleine, ja, da hinten sind sie, ja, die bei denen diese wahnsinnig spannenden Ideen, die wir bekommen, tatsächlich auch ausgewertet werden und dann eben auf dieses Sprunginnovationspotenzial hin erstmal bewertet werden und dann eben in die weitere Evaluationsschleife gehen. Wir haben uns bewusst damals entschieden, einen sehr offenen Prozess zu fahren. Also salopp gesagt, jede Mann, Frau, Kind, die irgendwie denkt, sie hat eine Idee, die die Welt verändern kann, kann sich bewerben. Und sie müssen auch keine 23-seitigen Anträge und Formulare ausfüllen, sondern es soll einfach und es soll wirklich niederschwellig gehandhabt werden. Natürlich hat man dann manchmal etwas, oder hat man die Herausforderung, dass da vielleicht auch das eine oder andere
exzentrische Konzept des Weges kommt. Aber ich finde, man muss es einfach versuchen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir einen Großteil der Bewerbungen, die bei uns reinkommen, von Leuten kommen, die eben nicht an dieses offizielle Innovations- und Wissenschaftsfördersystem angedockt sind. Also wir bekommen tatsächlich auch die Konzepte von den Daniel und Daniela Düsentriebs aus der Garage. Und das ist wahnsinnig spannend, sich damit zu befassen. Wir haben jetzt gehört, versuchen. Herr Vogler, Sie haben ja Beetle for Tech gegründet und versuchen damit die Selbstständigkeit. Worum geht's genau bei Ihrem Startup? Sie haben ja das Falling Walls Lab Austria den zweiten Platz gemacht, haben gestern auch Ihr Projekt vorstellen können. Ja, also wir entwickeln eigentlich Technologien, um den Rohstoff Holz nachzuverfolgen. Das klingt vielleicht im ersten Schritt jetzt mal trivial, ist es aber nicht, weil da tatsächlich sehr viel auf der Welt passiert, was nicht passieren sollte. Und illegaler Holzhandel eben stattfindet und illegaler Einschlag stattfindet. Wir haben es jetzt vor einer Woche knapp erst wieder gehört, im Zuge der COP26, die Unterzeichnung von dem Deforestation-Vertrag. Also es ist ein großes Thema und wir haben uns dem angenommen und haben gesagt, wir eben mit der Passion, die Sie angesprochen haben, wir entwickeln da was, wir gehen da dagegen vor und schaffen Technologien, Werkzeuge, die das Ganze eigentlich lösen werden. Und konkret schaut das bei uns so aus, dass wir eigentlich ansetzen bei den rechtlichen Bedingungen, die eh schon da sind, oder, also der Dokumentationspflicht, die im Holzhandel in der EU zum Glück schon da ist, in den USA auch. Und daran orientieren wir uns und entwickeln einerseits eine Holzmarkierung, eine innovative Technologie und gleichzeitig auch ein Satellitenmonitoring-System für Wälder. Und wenn Sie jetzt kurz nachdenken, seit gestern hier bei der Falling Walls-Konferenz, hat das die Passion noch gesteigert, die Sie haben? Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine wahnsinns coole Veranstaltung eigentlich. Es ist natürlich so, als Österreicher, ich meine, ich bin sogar in Deutschland geboren, aber in Österreich aufgewachsen, ist es jetzt nicht so der Hammer, mal nach Deutschland zu fahren. Aber... Also nein, das, so ist das nicht gemeint. Also man ist immer wieder hier. Aber es ist einfach nicht so weit entfernt. Und man hat dann tatsächlich, also es sind insgesamt 75 Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus den unterschiedlichsten Ländern, aus Südamerika, aus Afrika, von allen Teilen der Erde. Und da kommt man natürlich mit ganz frischen Leuten zusammen, mit ganz frischen Ideen, an die man sonst nicht so käme. Und das ist schon sehr spannend. Und gleichzeitig hat man natürlich von der Aufregung dieser Leute, dann von den Kolleginnen und Kollegen, die um den halben Globus geflogen sind, so habe ich das vorhin gemeint, natürlich auch mehr, als wenn man zu Hause vorm Bildschirm sitzt und vielleicht bei einer Tagung mitmacht, wie wir es über das letzte Jahr gewohnt waren. Danke sehr. Herr Aspermeyer, Sie haben ja das Startup Bear Technologies gegründet und Sie haben die Hermann Hauser Summer School gewonnen und sind deshalb da. Welchen Beitrag leistet, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf Steve Arcotec, wo gibt es einen Zusammenhang zu Ihrem Startup? Ja, hallo erstmal. Ich möchte kurz richtigstellen, wir haben noch nicht gegründet. Also das heißt, wir sind gerade noch am AIT, sind noch in der Forschungsgruppe am AIT und während meiner täglichen Arbeit am AIT stehe ich dann am Fenster und entwickle so die elektronische Nase. Das ist das, was wir machen. Das ist unser Baby sozusagen. Stehe ich dann am Fenster und schaue raus. Und was ich sehe, sind Wälder und ist sogar in der weiter Ferne die Zuckerrübenfabrik von Niederösterreich. Weil der Standort, an dem ich forsche, ist in Tulln in Niederösterreich. Und man merkt, dort ist halt ein Schwerpunkt an Forschung, der dort gesammelt wird. Und trotzdem hat man so den Blick aufs Land. Und wenn man da an der elektronischen Nase forscht, die es einem Gerät, einem Roboter oder einer Maschine ermöglicht, Gerüche wahrzunehmen, dann kommt einem natürlich mal in Sinn, auch den Boden zu riechen, die Wälder zu riechen und vielleicht auch in der Agrarwirtschaft etwas beizutragen.
Der konkrete Ansatz dieses D4 Agrotex war jetzt von unserer Seite, da teilzunehmen und tatsächlich Qualitäten zu bestimmen und zu sagen, wie riecht denn eigentlich ein gesunder Boden? Was ist denn der Geruch eines gesunden Bodens? Kann man denn, ein Bauer würde den vielleicht kennen, aber kann man einer Maschine das auch beibringen, wie ein gesunder Boden riecht? Oder kann man vielleicht einem Tier das sogenannte Wellbeing, was vorher angesprochen wurde, ein schöneres Leben ermöglichen, weil es in der Stallung besser riecht? Ein Merkmal, wie man das überprüfen kann, ist zum einen die Milchproduktion, aber kann auch vielleicht ein besseres Wachstum dieser Kuh sein oder dieses Viehs, kann auch ein Huhn sein. Und dass man auch in einer Stallung vielleicht überprüft und monitort, wie riecht es denn und was möchte denn ein Tier für einen Geruch in einer Stallung haben, um sich wohlzufühlen. Wir alle wollen natürlich auch in einer Umgebung uns aufhalten, wo es wohl riecht, sage ich jetzt mal, und das wäre vielleicht ein Beitrag. Gleichzeitig geht es auch um zielgerichtete Pestizidvergabe, das heißt, dass wir nicht einfach nur überall Pestizid, Dünger ausbreiten, sondern dort, wo es tatsächlich notwendig ist, wo gewisse Konzentrationen von Stickstoff fehlen, dass man das dann zielgerichtet einbringt. Und ich glaube, eine große Hürde dabei ist, dass man so eine Technologie recht barrierefrei dem Anwender zur Verfügung stellt. Das heißt, dass man nicht einfach nur eine Technologie macht, wo eine aufwendige Probenentnahme notwendig ist und wo man dann lange auf die Resultate warten muss, sondern dass man eigentlich schon vor Ort oder in einem recht kurzen Zeitraum schon die Ergebnisse erhält und dann gegensteuern kann. Das ist natürlich auf der einen Seite wichtig, damit der Anwender einen barrierefreien Zugang hat und dass der sich auch nicht scheut, das zu machen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass durch einen verkürzten Weg die Kosten reduziert werden. Und deswegen haben wir halt vor, mit unserer elektronischen Nase aus der Forschung heraus ein Startup zu gründen, was auch in dem D4 Agrotech Forschungsgebiet beitragen kann, um auch die Landwirtschaft in Österreich oder vielleicht sogar weltweit zu revolutionieren und da einen entscheidenden Beitrag zu liefern. Neben dem Geruch der Falling Wall Konferenz, den Sie jetzt sicher mitnehmen nach Hause, was nehmen Sie sonst noch mit von dieser Konferenz? Ja, also wie mein Vorredner schon gesagt hat, das Coole an der Konferenz ist halt wirklich das Get Together, und ich glaube, ein Hashtag dieser Konferenz ist auch Science Reunites Us, was definitiv der Fall ist. Das heißt, Wissenschaftler von überall auf der Welt kommen hier zusammen und man hat einen guten Austausch mit den Leuten. Wie du auch schon vorher gesagt hast, nicht nur in 2D am Bildschirm, das funktioniert ja per Mausklick, aber wichtig ist es halt auch dann, die Leute wieder persönlich zu sehen, mit denen zu reden, und dann gibt es so ganz casual Talks. Man steht bei der Kaffeeausgabe und sieht neben einen stehen, der gerade vorher präsentiert hat, und hat dann die Möglichkeit, mit dem in Austausch zu treten. Das ist nicht so leicht. In unserer digitalen Welt gibt es dann auch immer Hürden, die Person dann zum richtigen Zeitpunkt vor den Bildschirm zu bringen, beziehungsweise hat man halt ganz andere menschliche Hürden. Und das ist halt bei so einem Event wie dem Falling Walls wunderbar. Vielen Dank. Man sieht die Passion von niederösterreichischen Jungforschern. Eine Frage? Ich hätte nur eine Frage, weil es mich interessiert. Jetzt möchte jeder sein Wissen, angewendet Wissen und marktauglich machen. Für euch beide, welchen Timetable habt ihr hier da gesetzt, dass das Zeug einmal rennt und man auch Geld verdient damit? Da gibt es ja schon persönliche Zielsetzungen, will ich es jetzt in ein Jahr, in zwei, drei. Gibt es da schon Zielsetzungen von eurer Seite her? Ja, also in unserem Fall ist es so, dass wir das erste marktreife Produkt spätestens Anfang nächsten Jahres haben. Also wir sind da gerade mittendrin. Da werden wir dann aber in den folgenden 1,5 Jahren auch noch einiges draufsetzen, wo die Entwicklung ein bisschen länger dauert. Und ja, das ist eigentlich so ganz kurz zusammengefasst unsere Timeline. Also innerhalb von den nächsten knapp über 1,5 Jahren wollen wir die Dinge eigentlich draußen und draußen haben und benutzt wissen. Das ist der Tempo, das wir wollen, oder? Also, geben Sie uns ein bisschen länger als bis nächstes Jahr, würde ich mal sagen. Ja, also bei der Agentur fassen wir natürlich
andere Themen an, sehr viel komplexere Themen an, sehr viel frühphasigere Projekte an. Also bei uns wird es noch ein Weilchen dauern. Aber wenn wir dann tatsächlich richtig liegen mit den Projekten, die wir unterstützt haben und die wir denken, dass sie dieses Durchbruchspotenzial tatsächlich haben, dann hoffentlich eben auch eine exponentielle Wertschöpfung in diesen Bereichen. Oder zumindest einen verändernden Einfluss auf Innovationsökosysteme oder auf Märkte, sodass neue Formen der Wertschöpfung auch entstehen. Ja, bei uns ist es gerade, es geht tatsächlich um die Ausgründung. Das heißt, wichtig ist, jetzt den finanziellen Rahmen zu schaffen, den rechtlichen Rahmen auszugründen. Und aus dem Prototyp, den wir bereits haben, das heißt, wir haben schon ein physisches Gerät in der Hand, was man auch schon in der Prototypenphase anwenden kann, das dann auch auf eine kommerzielle Laufbahn zu bringen, um das Ganze dann halt wirklich realisieren zu können für einen größeren Markt. Ja. Das ist hoffentlich in der Timeline bis nächstes Jahr die Gründung geschehen und also Mitte nächsten Jahres die Gründung und dann geht's los mit der hoffentlich Produktion. Vielen herzlichen Dank. Wir sind leider am Ende der Zeit. Nutzen Sie danach noch vielleicht mit den Panelisten kurz ins Gespräch zu kommen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit und noch einen schönen Nachmittag. Applaus